dass ich, sobald die irgendwo auch nur ein Stück weit weggehen, ich die einfach umhauen kann. Aber warum hast du deine Keule rausgeholt? Wenn der das auch macht, dann kann ich ihn gleich umhauen. Ja, macht auch. Aber der geht die Richtung. Was siehst du denn da hinten? Okay, der reagiert auch auf etwas. Der auch. Ach, der hat tatsächlich auf den da oben auf dem Weg reagiert. Das ist natürlich echt tragisch. Dass der auf den reagiert hat. Mal gucken, ob der andere in die andere Richtung guckt. Momentan. Aber. Ah, okay. Tut er nicht. Da hinten kommt mindestens einer. Komm her. So viel zu bleiben, genug hier. Das halte ich von deinem genug. Also ein bisschen schneller sterben, ha? Jetzt müsste eigentlich der da hinten auf mich reagieren. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und das vielleicht auch nicht hat besiegt. Okay. Mal sehen, was passiert, wenn ich hiermit fertig bin. Die 707 habe ich mir gemerkt. Auch wenn ich nicht der Größte im Kopfrechner bin, das werde ich dann gleich nochmal hinbekommen. Komm schon, nimm von der Suppe. Es ist gut. Habe ich selbst gekocht. Gewürzt. Nicht gekocht, gewürzt. Meine Würze. Oh, der hatte noch gar keine Leiche gesehen. Ups. Meine Schulter. Das Chamäleon könnte mich gerade retten. Sieht so aus. Also zumindest haben sie mich nicht gefunden. Der hockt da immer noch total zusammengekrümmt. Läuft hier irgendwo einer rum? Sieht nicht danach aus, ja? Nee. Da geht einer. Ah, verflucht. Ich wollte eigentlich den hier nehmen. Jetzt ist er schon zu weit, ja? Vielleicht auch nicht. Suboptimal? Keinen getroffen, aber einen angelockt. Aha. Hat aber keine Ahnung, wo ich bin. Okay, der ist tot.
Okay, nee, tot ist er nicht, aber der ist beim nächsten tot. Das heißt, wenn der jetzt sich einen Moment Zeit lässt, dann ist der nicht tot, weil er dicke Rüstung anhat. Und jetzt T-Post der einen Moment quasi. Und dafür ist er dann jetzt tot, ne? Jetzt können sie gar nicht von meiner schönen Suppe essen, weil sie alle tot sind. Das ist doch total tragisch. Das ist doch so tragisch. Meine schöne Suppe. Oh, guck mal, da ist noch einer. Ups. Na gut, der oben vom Tor sieht das gar nicht. Ja, sind wir so gut geschützt für. Und ich meine, es hat noch keiner Alarm geschlagen. Das wundert mich so ein bisschen, dass hier noch keiner wirklich Alarm geschlagen hat. Naja. Da scheint keiner mehr lang zu laufen. Der ist tot. Der jetzt auch. Ah, okay. Das wird eine Freude. Okay. Na komm. Okay, das sind mehr als... Ah, oh, kannst du mal... Wow, 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 wow. Kannst du aufhören, den scheiß Fokus zu machen? Willst du mich verarschen? Meine Fresse, unglaublich. Ich trau mich ja nichts. Ich nehme Abkürzungen, die ihr nicht nehmen könnt, um mir Zeit zu verschaffen. Und vielleicht verliere ich auch eins, zwei von denen dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch so viele sind. Vor allem dieses Autofokus. Ich meine, ist zwar gut und schön, wenn, aber wenn du weglaufen willst, für die Hasentaktik. Naja. Das Coole ist einfach, dass dieses Kehricht interessiert, wenn ich jetzt wiederkomme. Was sind die überhaupt? Die müssen mir doch Ewigkeiten gefolgt sein. Sind die schon wieder zurück und schlafen, oder was? Zumindest einer ist hier. Entweder sind die anderen auf dem Weg. Oder die greifen mich gleich an. Nope. Die scheinen noch unterwegs zu sein. Oh, vielleicht haben sie... Vielleicht haben sie die Leichen entdeckt und suchen mich... Oder suchen jetzt den Übeltäter. Oder sie laufen einfach da hinten rum. Könnt ihr mal Fackeln rausholen, dann kriege ich euch einfacher. Das wäre einer. Das war ein Brusttreffer, der hilft nicht. Nicht so gut auf jeden Fall. Das war Kopf-Schulter-Bereich. Und den da hinten interessiert es nicht, dass seine Kollegen gerade am Abnippeln sind. Ah, jetzt geht's Feuer an. Und der Fall in seinem Rücken interessiert ihn auch nicht. Okay.
Dann noch eine Kleinigkeit. Obwohl dafür. Naja. Pferd, wo willst du hin? Sorry, aber das ist kein Ausweg momentan. Meine Schuld. Leider meine Schuld. Ah, ja. Gut. Ist so ruhig hier. Keine Leute, die sterben. Kein gar nichts. Ich würde gerne schlafen und speichern, aber... Die ganzen Truhen sind leer, das ist so ein bisschen... Hm. So, informatisierte Quest. Melde dich im Lager bei Erik. Statistiken, Kampf. Ja, also ich hätte jetzt noch 24 Leute oben drauf gekillt. Lass mich mal schlafen und speichern. War das hier? Ja. Ich meine, wäre natürlich interessant, wenn dann gleich, nachdem ich geschlafen habe, wieder Leute auftauchen würden. Energie. So. Schlafe ich, dass ich volle Energie habe. Und dann geht's weiter. Komisch. Sehr komisch. Ich verstehe gerade nicht. Das klappt auf dem Mobile gar nicht. Was soll's? So, es müssten immer noch alle tot sein. Oder die letzten müssten vom Gift was gegessen haben. Ich meine, die Leichen sind alle weg. Was ich probieren wollte ist, man könnte da raus. Und da ich die ja schon ausspioniert habe, gut, ich komme nicht raus. Wow, das Feuer ist wild. Oh, du warst mein letzter Kill, ne? Mein vorletzter Kill. Nee, mein, ja, also. Ich zähl mal die drei da hinten zusammen. Benutzen? Kann ich nicht, okay. Ja, gespeichert hatte ich. Oh, Rattenschnaps, Ringblume, Aufguss, Nachtfalken. Meins. Ah, stimmt, ich konnte ja hier rein. Soll das etwa alles sein? Oh, ich darf ihn gar nicht. Ich
Ich darf gar nicht. Okay, dann... Mal sehen, ob ich Konter auf ihn hinkriege. Oder ob ich Konter auf ihn überhaupt... Was? Hast Schiss, oder? Ups. Hier. Es wäre interessant, wenn ich ihn töten könnte. Das würde die ganze Story ein bisschen mies machen. Scheiße! Ich kann halt echt nicht angreifen. Herrgott! Nee. Nope. Nimm das! Oh je, hat das weh getan? Ja, aber nimmt er auch keinen Schaden, das ist so ein bisschen... Naja. Hardcore... Letzte, ja... Ich meine, er nimmt keinen Schaden, von daher... Kann mich da schlecht mit ihm anlegen. So, wir haben ja schon festgestellt, dass alles hier... Mal was essen, bevor man einen Trank des Verderbens reinballert, ne? Stimmen gehört. Irgendwas von wegen, es tut mir leid. Ich kann auch keine Fallen oder so stellen, ne? Ich kann nur mit ihm reden. Ich meine, wenn ich leise bin, ne? Was habe ich denn jetzt? Jetzt gucke ich nach Rabenschnabel. Noch der Kürass, aber... Was willst du? Koslik schickt mich. Ah, noch mehr. Ja, du hast. Ja, gut. Ja, ich weiß. Stellen wir dich auf die Pro. Geh einfach Hügel ab. Jawohl, Herr. Und jetzt muss ich trainieren. Mit dem einzigen Kerl im Lager, den ich wahrscheinlich nicht umgebracht habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wenn er zum Essen geht, dann hat er... Nee, normal bleibt er da einfach sitzen bis zum Ende.
Kampf mein... Du hast mich in Scarlets im Schwertkampf und... Warte. Ja. Also, dann zeig mal, was du... Lassen wir es an. So, dann zeig... Haben das schon genug? Himmel, hilf! Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Gut gemacht. Ja, ich hatte etwas Übung. Das sehe ich. Ich sage Eric, was in dir steckt. Aber damit du nicht denkst, der alte Vanjek hält's nicht mehr drauf, zeige ich dir einen Kniff, der dir sicher nützen wird. Oh, wie spendabel von dir. Tja. Ich will nicht bis aufs Grab kämpfen. Also pass auf. Bevor du anfängst herumzufuchteln, sieh zu, dass deine Beine weit auseinanderstehen. Ungefähr so, als würdest du einen kolossalen Furz lassen. Ich glaube, ich hab's. Danke. Ich hab Groschen erhalten. Ah ja. Hey. Erik. Was? Jetzt fange ich an mit der Panikmache. Ich hab ja bloß. Ich hab doch bloß ungefähr 50 Mann umgebracht. Ich. So ungefähr nur, ja. Na, ja, wahrscheinlich nicht ganz. Ah. Warum? Jetzt komme ich in die Nähe und... Herr, entschuldige. Was ist denn? Wie befohlen bin ich zum Kampfmeister und habe... Hast du deine Zunge verschluckt? Red weiter. Ich vermute zu wissen, was mit dem jungen Herrn los ist. Er ist wohl überrascht, mich hier zu sehen. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Seit wann heuerst du denn Ratzigs Leute an, Erik? Ratzig? Ganz recht. Dieser Junge ist ihm äußerst wichtig. Und ich schätze, er ist auf der Suche hiernach. Hab ich recht, Bürschchen? Bastard. Naja. Er kommt zu. Was willst du? Was ist die Vermisse hier? Sie gehen mich was an. Gibt keinen Tag, an dem sich diese Mordbuben nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Und ich... Hast dir das Leben als Bandit wohl anders vorgestellt? Hör mal, ich will bloß ein normales... Ich will nur... Wieso? Ich will nicht... Sprachskill! Was... Na gut, dein Wort muss wohl reichen. Also, spitz die Ohren. Der Scheißhaufen geht schon fast bis ganz nach oben. Frei und voll mit Scheiße. Nun, zuerst müsst... Ich war... Okay, was sagt man? Shit. Ah, jetzt habe ich natürlich... Ja gut, aber es könnte daran liegen, dass ich alle umgebracht habe. Dass ich, warte, war das nicht so, dass die, dass der Kerl, der Hauptkerl hier verschwunden ist? Das ist kein Dietrich.
Oh, sag bitte, dass du einen Dietrich dabei hattest. Jo, meins. Entriegelt. Schwer. Dann brechen wir ihn doch mal nicht ab, hä? Versuch deine Ausrüstung zu bekommen. Ich meine, jetzt liegt... Ist doch... Eriks Thronschlüssel. Den brauche ich auch nicht. Aber was soll's. Ah. Ja. Alle Ausrüstung zurückbekommen. Oh, und dann könnte ich auch Nahrung. Sollte mich zumindest ein Stück weit auf die Beine bringen. Und ich könnte Trinkfestigkeit ist gestiegen, aber ich werde nicht zum Alkoholiker. Das momentan noch nicht. Wenn das mein vorletzter war, müssten theoretisch hier noch drei Leichen liegen. Ja. Komme ich aus dem Tor raus? Sicherheitshalber. Nicht, dass denen noch was entgeht, ne? Da war ja auch kein Kessel dran, was auch. Warte, bist du mein Helfer? Presse. Sonderbarer Würfel. Aha. Hier in den Truhen ist einfach nichts drin. Warum auch immer. Ja, das dachte ich mir. Da war nichts mehr drin. Da war nichts mehr drin, aber... Drei Liter Wein in der Suppe. Ich glaube, das merkt man dann auch. Wird sie zwar nicht effektiv vergiften, aber soweit, ne? Ah, benutzen muss man. Fliehe aus dem Lager. Benutzen, deswegen kann man auch nicht zwischen. Dürfte ich mit Bischek. Okay, ich müsste den Weg vorne aus. Ich kann immer nicht nach meinem Pferd pfeifen und nach meinem Hund auch nicht. Was soll's.